Ich bin Mace Alcara, bin 17 Jahre alt, spiele in der 19. Bundesliga bei Holstein Kiel, bin jetzt seit einem Jahr hier in der Gastfamilie und gehe auf die Schule RBZ Wirtschaft und also am Westring. Ich bin Stefan Masanek, 48 Jahre alt, lebe hier in Meimersdorf mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen Magnus und Linus. Ich heiße Nicole Masanek, bin 42 Jahre alt und wir sind beide beruflich tätig im Bankbereich. Ich mag Fußball und ich mag Holstein. Dann dachte ich spontan, das könnte ja eine Bereicherung sein, so einen Jungen mal hier zu begleiten, natürlich auch für uns. Naja, im Endeffekt haben wir eine Nacht drüber geschlafen und dann kam auch gleich der Kontakt, oder mein Mann hat dann Holstein kontaktiert. Familie Masanek hat sich direkt bereit erklärt, einen Spieler aufzunehmen, sich gefreut, einen Spieler auf seinem Weg bei Holstein zu unterstützen. Sie sind bei nahezu jeden Spielen mit dabei, fiebern an der Bande mit, freuen sich, wenn die Leistung stimmt, sind aber auch sehr, sehr positiv, wenn es mal nicht so läuft. Also ein wahrer Rückhalt. Am Wochenende, wenn er vom Spiel kommt, ist er natürlich auch hier, dass er eingebunden wird in das normale Familienleben. Irgendwo essen gehen, irgendwelchen Spaß machen zusammen. Das ist einfach für die gesamte Familie eine Bereicherung und eine spannende Zeit. Und wir haben mehr Einblick in, was so einen Jugendlichen in dieser Zeit so bewegt. Unsere eigenen werden ja auch mal so groß. Und die lernen eben auch eine Form von Selbstständigkeit, was natürlich auch spannend für die ist, wenn sie dann diesen großen Schritt, denn für sie ist es ein großer Schritt, machen. Ich habe mich sehr gut eingelebt und ich finde es einfach sehr gut, auch fußballerisch hier weiterzuentwickeln, dass man in der Nähe wohnt und dabei halt auch in die Schule gehen kann. Wir bei Holstein Kiel unterstützen die Gastfamilien, indem wir die Spieler mit dem Fahrdienst vom Training nach Hause fahren und zum Training abholen. Wir geben Nachhilfeunterricht bei uns im Leistungszentrum. Wir haben eine pädagogische Ansprechperson, die sich dann auch im Austausch mit den Gasteltern um die Belange der Spieler kümmert, sodass die Gastfamilien auf allen Bereichen unseren Weg mitgehen können, Hilfe angeboten bekommen und in diesen Dingen von uns begleitet werden. Wer uns unterstützen möchte und einen Spieler von Holstein bei sich gerne in der Familie aufnehmen möchte, ist herzlich eingeladen dazu, sich bei uns zu melden. Auf der Internetseite www.holstein-kiel.de. Unter dem Link Nachwuchsleistungszentrum stehen unsere und auch meine Kontaktdaten. Wir freuen uns über jede Familie, die Näheres zu dem Thema Gastfamilie bei Holstein Kiel erfahren möchte. Sind gerne bereit, auch einmal bei euch vorbeizukommen und euch über alle Inhalte der Begleitung eines unserer Leistungsspieler zu informieren. Wenn ihr Lust habt, meldet euch, wir freuen uns.